Weekend. Ich lasse Blinde sehen. Sie brauchen dafür kein Augenlicht. Wie das gehen soll und ob es wirklich funktioniert, unsere Reporterin Bettina Roland hat sich das angebliche medizinische Wunder genau angesehen. Mit offenen Augen. Mit geöffneten Augen Basketball zu spielen ist schon nicht einfach. Doch Wladimir Bronikow spielt angeblich mit verschlossenen Augen und er trifft den Korb. Eine schwarze Binde soll verhindern, dass er etwas erkennen kann. Er bewegt sich, fängt den Ball, als ob er die Augen nicht verbunden hätte. Ohne Augen sehen zu können, das will der 13-jährige Wladimir von seinem Vater gelernt haben. Der russische Wissenschaftler und sein Sohn sind zurzeit in Deutschland. Wunderheiler oder Scharlatan? Gemeinsam mit einem Arzt wollen wir prüfen, was an der Methode dran ist. Sie soll ermöglichen, dass Wladimir zum Beispiel auch die Skizze, die sein Vater auf die Tafel gemalt hat, genau nachzeichnen kann. Jeden Strich, jede Krümmung malt er nach, als ob er sie sehen könnte. Am Ende steht ein identisches Abbild von dem, was sein Vater ihm vorgegeben hat. Wladimir behauptet, er könnte mit seinem Gehirn sehen. Mit geschlossenen Augen sehe ich alles, was ich auch mit geöffneten sehe. Das Bild entsteht in meinem Gehirn. Die Augen geben ja nur einen Impuls. Das eigentliche Bild entsteht immer im Geist. Ich brauche den Impuls der Augen nicht. Die Augenbinde, die Wladimir trägt, ist aus einem dicken Kunstgewebe. Oben und unten ist sie mit Schaumstoff unterfüttert. Wir haben uns überzeugt, es handelt sich um einen blickdichten Stoff. Mehr können wir nicht überprüfen. Ob sich trotzdem ein Trick hinter Wladimirs Können verbirgt, ist schwer zu beurteilen. Um möglichst auszuschließen, dass es zwischen Vater und Sohn irgendwelche Absprachen gibt, schreiben wir selbst etwas auf die Tafel. Wladimir kann nicht wissen, um welchen Satz es sich handelt. Trotzdem liest er ihn ohne Probleme. We are working for explosiv. Wir arbeiten für explosiv. Explosiv. Im Raum ist es völlig ruhig. Niemand spricht, keiner scheint Wladimir etwas vorsagen zu können. Er liest auch den nächsten Satz ohne Probleme. We can't believe what we see. Wir können nicht glauben, was wir sehen. We can't believe what we see. What you see? Was mein Sohn kann, ist kein Wunder. Jeder kann es erlernen, denn es ist eine wissenschaftliche Methode zur Schulung des Geistes. Jeder Blinde kann so sehen lernen. Bei blinden Kindern bis zu 14 Jahren dauert das Training nur 3 Monate, dann können sie mit ihrem Gehirn sehen. Wladimirs Vater wurde von einem tibetanischen Mönch großgezogen. Bis zu seinem 35. Lebensjahr wurde er von dem Mönch ausgebildet. In Moskau hat der 43-Jährige das Institut für geistige Entwicklung gegründet. Hier, so sagt er, gäbe es viele Kinder, die das erlernt haben, was Wladimir angeblich kann. Es geht darum, das sogenannte Radarsystem des Menschen zu verstehen. Ich will mit meinem Institut die Forschung schneller vorantreiben. Jeden Tag bekomme ich unzählige Briefe von Blinden, die auf Hilfe hoffen. Ich bin kein Wunderkind. Niemand meiner Freunde glaubt, dass ich etwas Besonderes bin. Das liegt einfach daran, dass es jeder lernen kann. Ich habe es einigen Kindern auch schon beigebracht, wie sie ohne ihre Augen sehen können. Der Wissenschaftler hat Kontakt zu einer amerikanischen Ärztegruppe, die jetzt ein blindes Kind nach Moskau schicken will, um die Methode zu überprüfen. Ob alles, was er uns zeigt, nur ein Trick ist oder wirklich eine ernsthafte Methode dahinter steckt, ist für uns schwer zu beurteilen. Dieser Arzt hat einen Bericht des russischen Fernsehens gesehen und Vater und Sohn nach Aachen eingeladen. Einer von meinen Patienten hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar Minuten Zeit habe, einen Film anzuschauen. Dann habe ich diese Kassette mit nach Hause genommen, um das ausführlich zu sehen. Und die Leute, die mit mir zusammen das alles gesehen haben, die waren genau so überrascht und begeistert. Und da waren nur Ärzte, da waren auch Augenärzte dabei. Wie die Methode funktioniert, kann der Wissenschaftler nicht richtig erklären. Die Abläufe passierten im menschlichen Gehirn und seien hochkompliziert, sagt er. Der erste Schritt sei es, durch bestimmte Techniken die Gehirnkapazität des Menschen zu aktivieren.
Durch die verstärkte Arbeit des Gehirns werden Zellen geweckt, die es ermöglichen, mit geschlossenen Augen zu sehen. Diese Bilder zeigen Messungen. Einige der Zellen sind auch bei Dunkelheit aktiv. Doch durch mein Gehirntraining werden diese Zellen so verstärkt, dass man auch bei völliger Dunkelheit sehen kann. Dadurch kann ich blinde Menschen wieder sehend machen. Ob die Augenmaske, die Wladimir trägt, wirklich vollkommen dicht ist, das weiß nur er. Durch den Stoff zu schauen ist kaum möglich, doch vielleicht gibt es irgendwo eine winzige Öffnung. Niemand, der die Methode sieht, kann es glauben, doch in Russland gibt es ganz konkrete Fälle von Blinden, die ich sehend gemacht habe, so zum Beispiel dieses Mädchen. Ein Augenarzt hat ihr schon ein Auge entfernt und ein Glasauge eingesetzt. Ich habe ihr anderes Auge gerettet. Der Arzt hat sich hinterher bei dem Mädchen entschuldigt. Noch einmal überprüfen wir Wladimirs Fähigkeiten. Mit verbundenen Augen steigt er auf ein Fahrrad. Ohne vorher gesehen zu haben, fährt er ohne Probleme um alle Hindernisse herum. Von allen Gegenständen gehen bestimmte Strahlen aus. Durch die Methode, die mein Vater lehrt, kann mein Gehirn diese Wellen aufnehmen und so ein Bild davon im Kopf machen. Man braucht dann die Augen nicht mehr, um den Impuls zu bekommen. Die Strahlen gehen direkt in meinen Kopf. Wir wollen die Methode von Vater und Sohn genauer überprüfen und konfrontieren einen deutschen Neurologen mit der Methode. Der Arzt versucht, die Grundlagen der Lehre zu verstehen. Das ist schwer für mich zu erklären. Es sind sehr viele Schlagworte gefallen, die wir auch in der ganzen paramedizinischen Diskussion seit langem kennen. Es war die Rede von bioenergetischen Feldern und Strömen, von Radiowellen, von anderen Magnetwellen und so weiter und so fort. Diese Diskussion, ob es diese Wellen gibt, wenn es sie gibt, welche Funktion sie haben, und ob sie überhaupt in irgendeiner Weise diagnostisch oder therapeutisch nutzbar sind, ist noch lange nicht abgeschlossen. Der Arzt will sich selbst überzeugen. Er dichtet die Augenmaske von Wladimir noch weiter ab. Dann schreibt eine befreundete Ärztin verschiedene Begriffe auf. Der Arzt stellt sich neben Wladimir, beobachtet ihn genau. Selbst Wörter, die der Junge sicherlich noch nie gehört hat, liest er vor. Zum Schluss schreibt Dr. Bergmann auch noch einen Begriff. Er schreibt ihn sehr hoch auf die Tafel, damit Wladimir nicht unter der Binde hervorgucken kann. Der Junge gibt die richtige Antwort. Sehr gut. Doch der Arzt hat Zweifel. Ich bin ausgesprochen skeptisch und glaube es eher nicht. Wir haben hier sicherlich eine sehr einfache Versuchsanordnung gehabt. Wir haben also mit einfachen Mitteln dem Jungen die Augen verbunden. Er hat eine Augenklappe getragen, wo wir nie ganz sicher waren, ob man nicht, oder er hat den Kopf immer so gehalten, ob man unten durchguckt. Dr. Frank Bergmann ist überzeugt, Wladimir muss irgendwie durch seine Augenmaske sehen können. Anstelle der Maske wickeln wir Wladimir ein Handtuch um seinen Kopf. Jetzt plötzlich kann der Junge nicht mehr richtig sehen. Er erkennt zwar die Schrift, kann aber die Buchstaben nicht erkennen. Am Anfang konnte ich mit meiner schwarzen Augenbinde auch nur verschwommen sehen. Ich habe monatelang trainiert, bis es richtig funktioniert hat. All dies erfordert eine starke Konzentration. Die war durch das Handtuch gestört. Dr. Frank Bergmann glaubt nicht an die Erklärung des Jungen. Dennoch, so sagt er, sollte man sich mit dieser Lehre beschäftigen. Ich finde es eigentlich auch aus meiner Sicht sehr schade, dass die ganze Arbeit von Wladimirs Vater, die ja möglicherweise sehr viel Gutes leistet. Wir können das ja nur vermuten. Wir haben nur jetzt von jetzt auf gleich einige Informationen bekommen. Und ich denke, da ist vielleicht sehr viel positive Arbeit, die durch so eine spektakuläre Geschichte, ob der Junge nun durch ein Frottee-Handtuch Zahlen und fremde Worte lesen kann oder nicht, möglicherweise eigentlich geschmälert wird. Und das wäre schade. Wladimir behauptet weiter, alles mit geschlossenen Augen zu machen. Und, so sagt er, wenn mein Vater und seine Methode in Deutschland erst einmal bekannt sind, wird mich auch hier niemand mehr für ein Wunder halten.